Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's Fimo Gunshot und warum ich dieses Video mache, ist wohl ganz klar. Und zwar, weil ich mich freue, weil ich dankbar bin. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wir haben es endlich gequatscht, wir zusammen. Und zwar die 1000 Abonnenten-Marke zu knacken. Wir sind jetzt sogar schon knapp drüber und ich möchte meiner Community, euch da draußen, ganz tolle danken, dass wir das endlich zusammen geschafft haben. Ich habe noch so viel vor mit euch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles in Worte fassen soll. Ich bin wirklich, wirklich baff. Natürlich habe ich das immer weiter verfolgt und auch schon gedacht, boah, geil, endlich geht es langsam weiter Richtung 1000. Und jetzt ist es endlich geschafft und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich so mit dem Moment richtig umgehen soll. Natürlich möchte ich mich ja in irgendeiner Art und Weise auch bei euch bedanken. Natürlich wird dann da auch nochmal ein Abonnenten-Special kommen. Das auf jeden Fall. Zurzeit ist es jetzt einfach gerade bloß noch ein bisschen schlecht. Ich denke, wir müssen da leider noch bis Januar warten mit dem Abonnenten-Special. Es hat ja so ein paar, wie soll man sagen, bei mir ist in letzter Zeit alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Also was Real Life angeht und so weiter. Das mit Job und so, das hat sich jetzt alles auch wieder geklärt. Einige haben das vielleicht im Stream so ein bisschen mitgekriegt, dass da so ein bisschen Trouble war. Und im Endeffekt habe ich da jetzt schon wieder was Neues und es regelt sich wieder. Ja, allerdings, ja, hat man dann auch noch so ein paar zwischenmenschliche Probleme. Ihr kennt das, ich brauche das, glaube ich, nicht aussprechen. Ich bin da immer etwas, bin da immer einer, der etwas lange mit zu kämpfen hat. Und das zieht sich natürlich dann auch immer so durch den Alltag durch. Ja, das ist halt so ein bisschen problematisch und deswegen zieht sich das alles noch ein bisschen. Da müsst ihr mir bitte einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich verstehen, weil, wie gesagt, die Probleme gehen mir da wirklich so ein bisschen nah. Also ein bisschen nah ist gut. Und ja, ich hoffe einfach auf euer Verständnis, was das angeht. Ich brauche da einfach noch mal ein bisschen Zeit. Ich werde euch natürlich trotzdem weiterhin mit Videos versorgen und so weiter, eine bessere Ablenkung. Im Endeffekt für mich gibt es ja gar nicht als das Zocken und Escape from Tarkov etc. rausfinden, hier rausfinden, da Videos für euch machen. Im Endeffekt habe ich ja auch gerne Kontakt zu meiner Community, zu euch und das natürlich auch über meine Videos und so in diesem Video jetzt natürlich auch. Was auf jeden Fall super geil ist, ihr seid echt schön aktiv in den Kommentaren, unter den Videos und so weiter. Wir können da kommunizieren, finde ich super. Ja, auch gerade an alle, die vielleicht neu dazugekommen sind, einfach, wenn ihr was habt, einfach mit in die Kommentare reinknallen. Ihr wisst, oder die meisten wissen halt, ich antworte wirklich schnell und gebe immer meinen Senf mit dazu, wenn jemand seinen Kommentar abgegeben hat. Und weil ich halt gerne mit euch spreche, was das angeht. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was hat der Herr denn noch schön weiteres vor? Naja, was ich vorhabe, habe ich, glaube ich, auch schon mal im letzten Video gesagt. Ihr wisst selbst, Escape from Tarkov ist immer noch natürlich so Zukunftsmusik. Da müssen wir natürlich warten, dass jetzt die Beta hoffentlich ja diesen Monat auch noch startet, damit ich da vielleicht sogar Videomaterial bringen kann. Ansonsten, wie ihr das kennt, The Division. Ich streame ganz oft immer noch Paragon, habe aber gemerkt, dass diese Videos echt extrem lang sind und sich die meist kaum einer anschaut. Deswegen, wenn ihr da was sehen wollt, guckt einfach im Livestream auf Twitch vorbei. Da zocke ich das Ding ja oft genug. Da könnt ihr dann einfach direkt zugucken und einfach mit dran teilhaben. Ja, das ist natürlich auch alteingekehrtes, immer mal wiederkommt, wie man gerade Lust hat. Das kennt ihr bei mir ja auch. Also das heißt, es ist natürlich nicht abzuwägen, dass, was weiß ich, auch DayZ einfach mal wiederkommt, wenn ich da wirklich Bock drauf habe. Und meine Mates natürlich, weil alleine DayZ zocken, ja, das bockt einfach nicht. Das habe ich damals oft genug ausprobiert. Und ja, oder Sachen wie Battlefield 1, es kommt zwischendurch immer mal Sachen. Ich habe zum Beispiel auch mir jetzt letztens, wie heißt es jetzt, ich komme jetzt gerade nicht drauf, komm schon, wie heißt es denn? Rainbow Six Siege habe ich mir letztens geholt, beziehungsweise schon vor einiger Zeit und gezockt. Mache auch Bock, ist für zwischendurch, finde ich das Hammer. Ist eigentlich echt ganz cool. Da kann es natürlich auch sein, dass da mal ein Video kommt etc. Also ich versorge euch natürlich mit so viel Stuff, wie ich im Endeffekt auch ordentlich zu packen bekomme. Ne, Shit-Material, wisst ihr selber, veröffentliche ich jetzt selber nicht, weil ne, was ich selber scheiße finde, werdet ihr garantiert nicht besser finden, glaube ich nicht. Lustige Momente, wo was Peinliches passiert, wo ich selbst sage, oh, das zeige ich nicht, das ist ja egal, das zeige ich trotzdem, das kennt ihr ja von mir, das ist ja gar kein Problem. Oh, ich verstehe immer gar nicht, wie einige YouTuber das schaffen, wenn sie aufgestanden sind, oder ich bin jetzt mittlerweile seit 2 Stunden wach, ne? Okay, ich habe mit Fenster zugepennt, das war nicht beabsichtigt und jetzt habe ich das Gefühl, ich krieg die Augen immer noch nicht auf, Leute. Kennt ihr das, Alter? Schöne Scheiße. Ich komme mir vor wie so ein Schlitzi, Alter Schwede.
So, nichtsdestotrotz, meine Freunde, jetzt sehe ich verschwommen. Ja, meine Freunde, nichtsdestotrotz, natürlich, wie gesagt, ein Abonnenten-Special wird definitiv kommen. Ich hatte eigentlich vor, ich will jetzt noch nicht spoilern, weil es halt noch nicht feststeht, weil ich mir noch Gedanken machen möchte. Ich hatte ja natürlich eigentlich wieder ein kleines Gewinnspiel vor und ja, ob sich das durchsetzt etc., das werdet ihr dann noch erfahren. Ich werde euch da auf jeden Fall Infos geben. Auf jeden Fall, was natürlich Hauptsache in diesem Video ist, ist einmal, dass ich mit euch quatschen will und dass ich Danke sagen möchte. Wie gesagt, danke für die 1000 Abos, für die über 1000 Abos. Ihr tut mir damit echt einen Gefallen, wollte ich gerade sagen. Nee, ihr, das ist so, das tut einfach echt gut. Also ich meine, ich arbeite natürlich so ein bisschen die Videos und arbeitet dran, möchte euch natürlich Bestmögliches liefern und das ist das, was ich im Endeffekt von euch zurückkriege. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht. Dass die Arbeit so ein bisschen wertgeschätzt wird, dass ich euch unterhalte damit, das reicht mir, das finde ich so Hammer. Und gerade die Abos und die Klickzahlen, genauso aber auch eure Resümees, Feedbacks in den Kommentaren zeigen mir das immer wieder und machen mich echt froh, dass es euch so gefällt. Und aus diesem Grund wird das natürlich auch alles wesentlich weitergehen. Und ich würde das natürlich alles noch wesentlich größer aufziehen wollen, wenn das mit der Zeit im Endeffekt natürlich auch hinhaut. Ihr wisst selbst, ich bin natürlich nebenher noch berufstätig. Das heißt, ich muss schauen, wie ich das alles mal zeitlich hinkriege. Natürlich würde ich gerne am besten täglich Videos für euch hochladen. 10.000 Moments-Videos oder was auch immer. Man muss halt immer gucken, wie ich das irgendwie zeitlich hinbekomme. Aber ich denke, ihr kennt das selber halt auch, ne? Dass die Zeit nicht immer so da ist, wie man sie gern hätte. Und dann kommen halt auch noch private Sachen dazu, die einen nicht so ganz locker lassen. Und dann ist da schon wieder, ne, die Schlinge und schnürt sich immer mehr zu. Und dann muss man gucken, dass man ab und zu nochmal ein bisschen nach Luft schnappt. Ja, wie gesagt, meine Freunde, ich danke euch für alles. Auf jeden Fall recht herzlichen Dank. Wie gesagt, Abo-Special kommt. Ich werde mich da nochmal richtig bedanken. Ich wollte auf jeden Fall jetzt endlich mal die Fresse aufmachen, ne? Damit ihr auch mal merkt, so, hey, hallo, kriegt ihr das überhaupt mit, hä? Ja, ich habe es mitbekommen und genau deswegen dieses Video. Und wie gesagt, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Ich kann euch das gar nicht sagen, ne? Ich kann das, glaube ich, kaum ausdrücken, wie sehr mich das freut. Und ich hoffe natürlich auch, ihr seid weiterhin dabei. Verfolgt den Kanal weiterhin. Und lasst uns zusammen an der nächsten Grenze arbeiten, auf jeden Fall, dass wir das auch alles hinbekommen. Aber ich bin da wirklich guter Dinge, meine Freunde. Wirklich guter Dinge. Und da natürlich jetzt hoffentlich so gut wie jeder von euch frei hat, wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende, meine Freunde. Und ansonsten begrüße ich euch wieder im nächsten Video und wünsche euch wie immer bis dahin was. Euer Ganschat.